Ja, es geht jetzt bald los mit ein paar wichtigen Themen natürlich. Obwohl es momentan läuft, werden wir auch als Fußballer manchmal über ganz schwierige und spannende Themen konfrontiert. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt gleich wird. Also, es wird auf jeden Fall wichtig sein. Ich freue mich trotzdem. Mal gucken, was da passiert. Ja, Augen zu und durch. Oh, what? Von hinten an. Da der Grüne erstmal, ja, da. Wie fühlt es sich an, Kapitän von Bayer Leverkusen zu sein oder wie kam es dazu? Ja, es kam dazu, dass der ehemalige Trainer Gerardo Seoane mich ausgewählt hat und dabei ist auch Xabi geblieben, dass ich die Ehre weiterführen darf und ich bin auch in Nationalmannschaft Kapitän, also es ist in den beiden Mannschaften sehr schön, die Truppe zu führen in einige Weise, aber ja, wir sind viele da in der Mannschaft, die das auch die Verantwortung übernehmen und die machen meine Arbeit leichter, aber natürlich im Erfolg ist es etwas einfacher, als wenn es nicht so gut läuft. Mutig sein, ich beiße nicht. Ja. Wer ist dein bester Freund in der Kabine? Ich habe dankbar ganz viele. Natürlich die Torwart-Kollegen sind ganz gute Freunde, weil wir täglich am meisten Zeit verbringen zusammen. Aber dann natürlich viele andere auch mit den gleichen Sprachen. Mit Patrick Schick, Adam Hložek sprechen wir die gleiche Sprache. Ja, und, aber ich bin mit allen gut befreundet. Ja. Ja, hier vorne. Hast du mal in der WM gespielt? WM? Ne, WM habe ich noch nie geschafft. Das ist ein ganz großer Traum von uns in Finnland, aber es ist ziemlich schwierig für ein kleines Land, sich manchmal zu qualifizieren. Aber wir geben alles. Ja, hier. Wie fühlt sich das, ein Profi zu sein? Sehr schön natürlich, aber da steckt auch ganz viel Arbeit. Wenn ich in eurem Alter war, habe ich auch viel trainiert und außerhalb des Trainings auch viel zu Hause gemacht. Also es ist natürlich sehr schön, aber sehr viel Arbeit auch da hinten. Ja, hier, Torwart-Trikot. In welchem Verein hast du als Kind gespielt? Wenn ich den Verein nenne, wahrscheinlich sagt es gar nichts für euch, aber Turun-Nappula-Liga heißt es. Ja, genau, das war auch meine Reaktion. Ja, weiter hier. Wer ist dein Idol gewesen, als du ein Kind warst? Hatte viele dabei. Iker Casillas, sagt das was zu euch? Ja, für euch, ja. Heutige Manuel Neuer ist auch natürlich ein großes Vorbild. Der hat das Torwartspiel sehr viel weiterentwickelt. Und ja, und außerhalb des Platzes mein Papa. Das ist mein ganz guter Idol, auch großer Idol. Da rechts, weiter. Glaubst du, Leverkusen wird diese Saison noch Meister oder so wieder? Was sagst du? Also, ich meine, das Leverkusen war ja schon oft sehr lange Erster, aber dann am Ende war es noch so knapp. Hoffentlich bleibt es jetzt länger, aber ob das bis zu Ende reicht, hoffen wir alle und drücken dafür Daumen und ja, hoffentlich, ja. Dann feiern wir das zusammen, ja. Ganz viele sind mit Hanro, ha? Ich weiß nicht, wo. Rechte Seite da, ja. Wie viele Jahre spielst du schon bei Bayer Leverkusen? Sechstes Jahr hast du jetzt angefangen, ja. Gibt es, glaube ich, Jona gibt es noch länger. Lombo ist noch länger dabei, aber ich glaube, einer der fünf längsfristigen Spieler bin ich schon hier. Ganz hinten in die Ecke. Magst du deinen Torwarttrainer? Ist der hier irgendwo versteckt? Doch, mag ich. Sie haben ein gutes Verhältnis zusammen, können auch über andere Sachen als Fußball reden und der ist auch sehr wichtig für mich natürlich hier. Auch da mit dem Torwart-Trikot. Ronaldo oder Messi? Boniface. Ja.
Wie war es, wo 2022 in der WM, wo Christian Eriksen umgefallen ist? Boah, gute Frage. Schockierend. Das passiert leider ab und zu, häufiger wahrscheinlich im täglichen Leben, aber im Fußball natürlich werden wir alle extra erschrocken, waren wir auch. War natürlich nicht schön zu sehen, aber Hauptsache, dass es ihm gut geht. Und vor einem Monat haben wir mit Finnland gegen Dänemark wieder gespielt und leider hat er ein gutes Spiel gemacht und uns besiegt. Also damit ist alles gut und gesund bei ihm. Was war der beste Spieler, gegen den du je gespielt hast? Also Lewandowski hat leider mehr Tore gegen mich getroffen als Cristiano zum Beispiel, muss ich Lewandowski, glaube ich, sagen. Was ist Ihr Lieblingsspieler in der Bundesliga außer Leverkusen? Lieblingsmannschaft oder Spieler? Spieler. Was sage ich? Ich bin immer gut mit Torhütern und ich habe immer eine gute Beziehung mit Peter Gulaschi von Leipzig gehabt. Er ist jetzt gesund, freut mich und schön, dass er wieder da ist mit uns. Ja, da. Wie findest du die neuen Transfers von Leverkusen? Sehr gut, natürlich. Das spiegelt auch den Tabellenplatz und dass wir es momentan gut machen. Und die Neuen haben ein ganz großes Anteil da dazu. Was ist dein Lieblingsauto? Lieblingsauto, also ich fahre ein Mercedes momentan, aber Skoda ist mein Lieblingsauto. Ja, alle haben so Ferrari oder Lamborghini erwartet, hä? Magst du Thomas Müller? Mag ich, klar. Aber vor dir hat auch einen, ja genau. Bei welchem Verein haben Sie sich am meisten verbunden gefühlt? Also wo Sie auch traurig waren, dass Sie ihn verlassen mussten? Bei allen Vereinen war ich ein bisschen traurig, aber das gehört manchmal zu den Entwicklungen dazu. Hier bin ich jetzt am längsten, also hier bin ich, glaube ich, am meisten auch zeitlich, auch so wie mit Gefühlslage am meisten verbunden. Also 16 Jahre in Leverkusen, so lange war ich nirgendwo und damit mit Leverkusen momentan. Ja, da. Warum hast du im letzten DFB-Pokalfinale Frankfurt die Daumen gedrückt und nicht Leipzig, obwohl das besser für Leverkusen wäre? Oh, wie Boomerang zurück. Naja, also gewisser Respekt muss man auch für seine ehemaligen Vereine machen. Wir hatten alles auch selber da in der Saison klar machen können. Ist am Ende für uns gut gelaufen, weil wir Europa League spielen dürfen. Habe ich auch nichts dagegen, ja. Was war Ihr bestes Spiel in Ihrer Karriere? Bestes Spiel? Ja, vielleicht neulich der Bayern-Spiel, weil da habe ich zwar zwei Tore kassiert, dann. Aber sonst gegen Celtic habe ich jetzt kurz einen Clip gesehen. Das war auch ein gutes Spiel vor ein paar Jahren. Gegen Celtic in der Europa League war es auch gut. Warum haben Sie beim Spiel BVB gegen Leverkusen außerhalb des Strafraums Hand genommen? weil ich doof war. Nee, das passiert halt manchmal. Ich dachte, ich bin drinnen, aber leider war ich nicht und da wurde ich gerechtlich bestraft. Freust du dich schon auf die Europa League? Ja, hoffentlich mal gucken, wer da spielen wird. Erstes Spiel hat der Mathe gemacht. Aber es geht nach Norwegen, wo es sehr, sehr schön ist. In diesem kleinen Stadt war ich noch nicht, aber ich freue mich auf das Essen, auf die Stimmung und auf das Wetter. Das wird etwas kälter da, glaube ich. Wer hat noch nicht hier? Okay, da ja. Was ist Ihre Lieblingsmarke? Ursport. Ursport-Handschuhe habe ich, also Ursport. Welchen Verein würdest du als Liebstes spielen? Leverkusen. Ich hab keine Chance mehr, nach Barcelona oder sowas zu gehen. Also ich, Realität und Leverkusen. Wie fühlen Sie sich auf dem Platz? Momentan sehr gut, weil wir machen es gut, wir verteidigen gut. Ich habe ein paar gute Saves auch dabei gehabt, die mich freuen, dass ich die Mannschaft helfen kann. Momentan fühlt sich alles sehr gut an, natürlich. Was war Ihr glücklichster Moment bei Bayer Leverkusen und der schlechteste Moment bei Bayer Leverkusen? Glücklichster Moment wahrscheinlich, wo ich hier unterschreiben dürfte, dass so ein Verein sich für mich Interesse gezeigt hat, dass sie mich Vertrauen geschenkt haben und schenken immer noch. Und keinen einzelnen Moment habe ich nicht. Also wenn irgendwann hoffentlich ein Pokal kommen könnte, dann wahrscheinlich das. Hast du auch noch andere Hobbys außer Fußball?
Viele. Ich spiele momentan ganz viel Schach. Also wahrscheinlich für euch langweilig. Ich habe kein PlayStation zu Hause, aber wir spielen ab und zu mit Josip Stanisic spielen wir Schach gegeneinander. Was sagst du zum VAR? Ich sage, dass es also in wichtigen Momenten sehr hilfreich ist. Und manchmal, wie Menschen auch, hinter dem VAR machen einen Fehler, aber für mich ist es eine gute Sache. Puh, ja, am Ende war es gar nicht so schlimm. Bin ich, glaube ich, ganz gut überstanden. Schwierige Fragen, paar davon, aber sehr gut, hat mir Spaß gemacht und ja, cooles Format. Ich wünsche viel Glück für den nächsten.